Ich habe zuletzt darüber erzählt, dass Gerbert von Aurillac in der Abtei von Reims unter der Führung seines Mentors Adalberto von Wigerich zu einem geachteten Schriftgelehrten aufstieg. Er verbrachte gut 10 Jahre in der Abtei und vieles spricht dafür, dass dies eine stimulierende, angenehme Zeit war, in der sich Gerbert Büchern und der Wissenschaft widmen konnte. Doch dies ist das 10. Jahrhundert, eine Zeit, in der ein neues Zeitalter entworfen wird. Die Entstehung des West- und Nordeuropas, wie wir es kennen und wie wir bis heute darin leben. Und wer Potenzial besitzt, auf den greift man zurück. Otto II. Nimmt mit Gerbert Kontakt auf und bietet ihm eine Chance, aus dem Schatten von Adalberto zu treten und auch mal eine eigene Abtei zu führen. Der junge Kaiser hat dabei ein bestimmtes Kloster im Sinne, Bobbio. Gerberts Zeit in Bobbio verlief nicht so gut. Ein Abt musste meistens auch wirtschaftliche Qualitäten mitbringen und wir wissen nicht, ob das Gerberts stärkste Seite war. Zumal das Kloster extrem verarmt war und Otto II. Vielleicht gedacht hatte, sein supersmarter Lehrer aus den Kindertagen in Rom würde die Abtei aus dem wirtschaftlichen Sumpf herausziehen. Es heißt auch, die Mönche machten ziemliche Front gegen Gerbert, dem sie vorwarfen, nur dank der Günstlingswirtschaft des neuen Kaisers in das Amt gekommen zu sein. Bobbio mag heute etwas vergessen sein, damals war es aber keine bedeutungslose Abtei. Die Mönche hier galten als Experten für das antike Griechisch. Die Bibliothek war angesehen und beinhaltete 700 Handschriften aus der ganzen damals bekannten Welt. Gerbert hatte hier ein Buch über Geometrie verfasst, fertigte aber auch Abschriften von seltenen Werken über Astronomie, die er zu seinen Freunden nach Reims übersandte. Doch bei seiner Ankunft war der Ruhm des Skriptoriums längst verblasst und auch Gerbert konnte diesen Kurs nicht mehr ändern. Wie weit der Widerstand der Mönche hier eine Rolle spielte, kann ich anhand von dem, was ich gelesen hatte, schwer beantworten. Papst Johannes der 13., der Gerbert einst so gewogen war, war bereits 972 gestorben und obwohl in den darauffolgenden 20 Jahren fast alle Päpste, und es waren mindestens 7, eher ottonische Päpste waren, kann man damit rechnen, dass südlich der Alpen die Mönche wenig Verständnis für die Kirchenpolitik der sächsischen Kaiser hatten. Gerbert blieb einige Jahre in Bobbio, doch die leichteste Zeit seines Lebens war das sicher nicht. Er wird vermutlich eine Weile darüber gebrütet haben, wie er aus der Nummer wieder herauskommen könnte, ohne den Kaiser vor den Kopf zu stoßen. Als er schließlich zu Adalbero in Reims zurückgekehrt war, erhielt er einen Posten als Sekretär des Erzbischofs. Adalbero starb im Jahr 991. Gerbert ist zu diesem Zeitpunkt rund 40 Jahre alt und gewillt, nach einem höheren Amt zu greifen. Er will die Stellung seines Gönners und Mentors beerben und selbst der Erzbischof von Reims werden. Otto II. Ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Er war nur 10 Jahre Kaiser gewesen und starb nur 28-jährig in Norditalien an Malaria. Dies ist die Zeit des kaiserlichen Interregnums, die man auch als die Regentschaft der Kaiserinnen bezeichnet. Der junge Prinz Otto ist nur 3 Jahre alt, als sein Vater in Italien stirbt. Er wird sogleich, wenn schon nicht zum Kaiser, so zumindest zum König gekrönt und der Regentschaft seiner Mutter Theophane untergestellt, die zusammen mit Ottos Großmutter Adelheid und der Quedlinburger Äbtissin Mathilde für 9 Jahre das gesamte fränkisch-sächsische Reich kontrolliert. Das ist dieselbe Mathilde, die Otto I. mit 11 Jahren zur Äbtissin gemacht hatte und die nun in ihren 30ern ist. Eine spannende Geschichte, als Mitteleuropa von dem Frauenbund aus Theophano, Adelheid und Mathilde regiert wurde. Sagenhaft. Stoff für eine eigene Sendung. Der 40-jährige Gerbert bewirbt sich also um das Amt des Erzbischofs von Reims, was durchaus ein ambitionierter Schritt ist, zumal er seiner Umwelt mehr als Gelehrter bekannt ist und weniger als gewiefter Stratege und Kirchenpolitiker. Das Erzbistum von Reims ist eine Angelegenheit des westfränkischen Königs Hugo Capet oder französisch Hugues Capet. Dieser lehnt Gerberts Antrag ab und ernennt lieber Arnulf, einen Bastard aus dem aussterbenden Karolingergeschlecht, zum Erzbischof. Otto III. Ist zu dieser Zeit noch ein Kleinkind und lediglich König von Ostfrankenland. Gerbert kann hier also nicht auf seine sächsischen Fürsprecher setzen. Hinzu kommt, dass der Papst zu diesem Zeitpunkt Johannes der 15. war, eine Marionette der römischen Patrizier. Und dieser war sicher nicht gewillt, Gerbert von Aurillac zu unterstützen, der nicht nur aus dem fränkischen Ausland kam, sondern auch noch aus armen Verhältnissen stammte und, was sicherlich am schwersten wog, sich bereits einen Namen als Unterstützer der Ottonen gemacht hatte.
Hier muss man vielleicht ganz kurz einen Abstecher machen und erklären, was immer gemeint ist, wenn man von fränkischen Königen spricht. Denn ihrer gab es wahrhaftig viele. Aber nur im Telegrammstil. Nach Karl dem Großen hielt das große karolingische Reich nicht lange zusammen. Sogar schon Karl selbst war der Meinung, dass es nach seinem Tode aufgeteilt werden sollte. Reguliert wurde das schließlich in dem Vertrag von Verdun, das damals vermutlich eher Wirten oder Verden hieß. Das karolingische Imperium wurde in drei riesige, etwas seltsame Streifen aufgeteilt. Das Westfränkische Reich im Westen, aus dem das heutige Frankreich entstehen sollte, das Ostfränkische Reich, aus dem heute namentlich nur noch das nordbayerische Franken übrig geblieben ist, also wo ich gerade sitze, und in der Mitte das Königreich Lothars I. oder auch das Lotharii Regnum, das humorige Historiker die Kegelbahn nennen. Was daraus namentlich übrig geblieben ist, nennen wir heute Lothringen. Hugo Capet war der König des Westfränkischen Reiches. Der blutjunge Otto war König des Ostfränkischen Reiches. Gebär bemühte sich hier also um eine gehobene Position, ganz ohne seine gewohnten Gönner. Gebärs Niederlage sollte aber nicht lange dauern. Hugo Capet begünstigt also Arnulf, den illegitimen Sohn von König Lothair oder Lothar, und macht ihn zum Erzbischof von Reims und zu dem offiziellen Nachfolger von Adalbero von Wigerich. Das erweist sich als ein ganz schlechter Schachzug, denn Arnulf verschwört sich schon bald gegen Hugo und das westfränkische Königshaus und macht gemeinsame Sache mit seinem Onkel Karl von Niederlothringen. Karl war wiederum der Neffe von Otto dem I. Er hatte im Schatten seines Bruders Lothar gelebt, der dank Hugo Capets Vater zum König gekrönt wurde. Karl ging bei diesem Game of Thrones ziemlich leer aus und war nicht bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Nach einer Reihe aus außerordentlich konspirativen Ereignissen, die hier den Rahmen sprengen würden, eskalierte das Ganze schließlich zu einem offenen Krieg aus, den Karl von Niederlothringen gegen Hugo Capet führte. Der lothringische Karl belagerte auch Reims und nahm die Stadt, eben mit Hilfe des Erzbischofs Arnulf, schließlich ein. Doch der Erfolg war von kurzer Dauer. Karl von Niederlothringen hatte einfach nicht genug Fürsprecher und Anhänger, um von Reims aus das Westfränkische Reich für sich zu beanspruchen. Er nahm immerhin die wunderschöne Stadt Laon ein. Dort fand er Emma von Italien vor und ihren Liebhaber, den Bischof Asselin, vor. Emma war die Ehefrau von Karls Bruder Lothar, und Karl wohl recht verhasst. Doch sie war auch die Stieftochter des Kaisers Otto I. Karl hatte bereits 977 versucht, Emma wegen Ehebruch zu verklagen, einfach nur um dem Königshaus seines Bruders zu schaden. Doch der Fall landete vor einer kirchlichen Synode, ausgerechnet in Reims, also unter der Ägide von Adalbero von Reims. Ihr erinnert euch, der Mentor von Gebert von Aurillac. Adalbero war freilich den Ottonen gewogen und so wurde die Anklage als grundlos abgewiesen. Ich glaube eher, dass Emma und Asselin wirklich ein heimliches Paar waren. Die Entscheidung der Synode von 977 war vielleicht auch davon beeinflusst, dass Asselin und Adalbero von Reims verwandt waren. Adalbero war Asselins Onkel. Er hatte Asselin in jungen Jahren auch mit Gerbert von Aurillac bekannt gemacht, der eine Weile sein Tutor war. Asselin war ein interessanter Charakter, vermutlich recht smart und gerissen. Obwohl ihn Karl von Niederlothringen als Bischof abgesetzt hatte, schlich er sich dennoch in seine Gunst ein und wurde in kürzester Zeit dessen Freund. Karl gab Asselin seinen Posten als Bischof Adalbero von Laon zurück. Jetzt kommt aber die Auflösung. Als Hugo Capet schließlich mit seiner Armee vor Laon eintraf, war es Bischof Asselin, der in der Nacht des 29. März 991 heimlich das Tor zur Stadt geöffnet hatte. Er war die ganze Zeit der neuen Dynastie der Capetinger treu und hatte sich Karl von Niederlothringen einfach nur um den Finger gewickelt. Der Möchtegern-König Karl wurde von Hugos Truppen im Bett überrascht und verhaftet. Er verbrachte den Rest seines Lebens im Kerker. Die Ära der Karolinger war zu Ende. Und jetzt zurück nach Reims, wo seit anderthalb Jahren Arnulf Erzbischof ist, der den Job Gebert von Aurillac weggeschnappt hatte. Für Arnulf, den letzten Karolinger, waren das nun ganz schlechte Karten. Denn er hatte nicht lange zuvor Karl von Niederlothringen die Schlüssel von Reims überreicht. Der reichlich angefressene Hugo Capet hatte nun eine Synode einberufen, um den verräterischen Arnulf abzusetzen. In Einsicht seines Fehlers beriefen Hugo und die anwesenden Bischöfe nun endlich Gebert von Aurillac zum Erzbischof von Reims. Und zwar entgegen der Proteste des römischen Papstes, der Gebär vermutlich nicht sehr gewogen war, doch sich in erster Linie in der Entscheidung übergangen fühlte. Ist das sehr verwirrend? Hey,
Europäische Geschichte ist nichts für Anfänger. Willkommen auf der Party. Die Berufung von Gebert zum Erzbischof von Reims war leider keine allzu glatte Angelegenheit mit Glocken und feierlicher Stimmung. In Wirklichkeit wurde es zu einem jahrelangen Religionsstreit zwischen Hugo Capet und dem Papst, die sich beide außerordentlich gehasst haben. Hugo Capet hatte den für seine Korruption, Geldgier und Günstlingswirtschaft berühmten Papst Johannes XV. Sogar offiziell als Antichrist bezeichnet. Obwohl es heute auch Historiker gibt, welche die Korruption von Johannes dem 15. relativieren und dies eher als eine Verleumdung deuten. Wie auch immer, Gebert war da also zwischen zwei sehr große Mühlsteine der europäischen Politik geraten. Vermutlich nicht zuletzt durch die Intervention des Papstes erfuhr Arnulf keine schlimmere Strafe als Gefängnis und sollte in unserer Geschichte noch ein erstaunliches Comeback haben. Denn der Papst war nicht gewillt, das wichtige Reims in der Hand eines Erzbischofs zu wissen, der nicht von ihm handverlesen war. Es dauerte zwar 4 Jahre, doch schließlich erwirkte der Papst, dass in der Stadt Mouzon, in den Ardennen und heute unweit der belgischen Grenze, eine weitere Synode einberufen wurde, die über Gebert von Aurillac beriet und schließlich seine Einsetzung als Erzbischof von Reims für ungültig erklärt hatte. Hugo Capet hatte noch einiges unternommen, um diese Synode zu sabotieren, doch am Ende nahmen die Ereignisse ihren Lauf. Der Verräter Arnulf wurde tatsächlich aus der Gefangenschaft zurückgeholt und wieder als Erzbischof von Reims eingesetzt. Eine bittere Pille für Gebert, der hier zum Blitzableiter der Mächtigen gemacht wurde. Er beschließt, den Westfranken und zukünftigen Franzosen den Rücken zuzukehren und geht nach Ostfranken, das eines Tages Deutschland werden soll, an den Hof von Otto dem Dritten. Doch dazu mehr beim nächsten Mal.